Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wir wollten uns heute einmal das Terminal angucken, das wir letztes Mal im Super-Duper-Markt gefunden haben. Dann gucken wir noch einmal rein. Willkommen. Super-Duper-Markt-Mitarbeiter-Terminal Sally. Aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den letzten Monaten informieren wir Sie mit schweren Herzen darüber, dass wir Sally entlassen müssten. Ihnen ist es vielleicht außerdem aufgefallen, dass die neue Expressmaschine endlich da ist. Bis wir Platz in der Küche haben, wurde die Expressmaschine auf Sadies Schreibtisch montiert. Viel Spaß damit. Wir wissen, dass viele Mitarbeiter wegen der lauten Klickgeräusche besorgt sind, die die Expressmaschine von sich gibt. Leider wird es noch 2 Wochen dauern, bis wir die Maschine austauschen können. Offenbar passt die bestellte industrielle Halterung nicht in unsere Küche. Wir suchen derzeit nach einem Unternehmen, das ein paar Wände einreißt, damit wir genug Platz für die Halterung haben. Wir bitten um ein wenig Geduld, Management. Und irgendwie war dieser Sally anscheinend... Ach, hier ist Sallys... Aha, Schreibtisch. Ja, das ist Sally. So. Gehen wir mal weiter. Immer noch ohne Musik unterwegs. Oh, es kommen einfach so welche komischen Leute rein. Hier immer wieder. Ich werde auch im nächsten Part mal wieder Musik anmachen, aber diesem noch nicht. Diesem noch nicht. Hier. Kann ich doch auch mit der Waffe zuhauen, oder nicht? Mit Alt, genau, mit Alt war das. Oh, eine Zuckerbombe, dem Klo war unten. Tafellöffel. An mich kann ich auch nicht mehr tragen. Das wird jetzt an mich schwierig. Oh, ein Fusionskern, den nehmen wir mit. Schon ein paar von diesen Dingern. Ordner nehmen. Boah, scheiße, scheiße. Wo ist der Roboter, wenn man ihn mal braucht? Thank you.
Roboter. Findest du das normal hier? Hilfe. So. Kann ich auch nicht mehr viel tragen. Wir haben auf jeden Fall ein Level up. Was werden wir nochmal behalten für das nächste, was wir so brauchen werden? So. Von hier hinten weggelaufen. Oh, und Josh. Josh Holoband. Und er hat eine Ledermuskete. Wenn ich die jetzt mitnehme, bin ich wahrscheinlich zu schwer. Ja, ich bin jetzt zu schwer und. Und der Hund kann auch nicht mehr tragen. Ich muss mir jetzt hier auf jeden Fall einen Behälter suchen, wo ich dann den Rest nochmal irgendwann abholen werde. Ich trage zu viel, ich weiß. Wir nehmen einfach den Espresso-Maschinen-Schreibtisch. Weiß, kann ich mir merken. Jetzt gehen wir nochmal hier runter. Irgendwo ging es doch runter. Blöde. Hier. Also erstmal gucken wir uns das Holoband an. Diverses. Josh. Holoband. Bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Gullen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße! Mhm, okay. Mal gucken, ob Emma noch lebt, aber ich glaube eigentlich eher nicht dran. Wer weiß, wann das war. Mit Hilfe einer Waffenbank kannst du die meisten deiner Waffen mit nützlichen Modifikationen versehen. Das ist ja mal ein super Tipp. Tipp Nummer 25, um ganz genau zu sein. Vom. Aber. Also, wenn du einen Kampf beginnst, den du nicht beenden kannst, stecke deine Waffe weg und bestehe eine geringe Chance, dass dein Gegner nachsichtig mit dir ist. Ach, aha. Okay, klappt das auch bei Tieren oder nur bei Menschen? Oder bei Ghoulen? Du kannst die Waffe und Bekleidung der meisten Gefährten über das Handelsmenü im Dialog verändern.
Aha, okay. Ah, da ist er doch. Emma. Kannst du den Kopf treffen? Alter, er trifft den Kopf nicht. Jetzt triffst du doch hoffentlich mal den Kopf. Ist echt nicht normal. Ich habe nicht nur ganz wenig Schuss. Mal diese Ghule. Die halten auch voll viel aus, habe ich das Gefühl. Hey, warte da. Nein, warte da. Komm schon. Komm schon, Hund, das nervt mich jetzt. Geh da weg, ich will die looten. Ist ja noch mehr. So, mehr gibt's ja anscheinend nicht. Ach, draußen tobt immer noch dieser verrückte Sturm. Oh, es ist, geht aber gerade noch so. Das heißt, ich mache jetzt mal erstmal hier auf. Und dann mache ich mal eine Schnellreise nach Hause. Ja, Tür öffnen. Tür öffnen. Ja, danke, danke. Sieht aber auch geil aus, muss man sagen, ne? Nur da draußen rumzulaufen wäre natürlich Selbstmord. Und deswegen werden wir mal schnell eine Schnellreise nach Hause machen. Im Commonwealth gibt es ein institutionelles Rechtssystem. Mit Verbrechern wird kurzen Prozess gemacht und ihrem kriminellen Handeln ist spätestens dann am Ende gesetzt, wenn sie tot sind. Der Stachelflügel des aggressiven Fluginsekts des Commonwealth setzt seinen Giftstachel ein, um zu kämpfen oder so. Genau, Schrott lagern. Und? Ja. So. Heute wird es auch nur 15 Minuten Part geben. Da ich es einfach nicht mehr schaffe. Oder ach komm, ich werde noch ein bisschen Zeit mehr nehmen. Hier. Also ich werde jetzt noch ein bisschen was rumräumen. Vorher gucken wir uns aber mal an, was wir da an Kleidungsstücken gefunden haben. Inventar, Kleidung. Ist ja irgendwas, was besser ist. Besser. Besser. Versteifte, da wäre ein bisschen besser, aber nicht viel mehr. Alles irgendwie selbes Schmarrn. Okay. Diverses Munition, wo sind denn die Kleidung? So. Filzhut behalten wir, Gasmaske behalten wir, Filzhut, gelber Filzhut. Ja, nehmen wir mal den gelben mit. Inspector Outfit. Milizhut. Ja, jetzt nehmen wir den gelben Filzhut mal mit. Sauberer Anzug, sauberer gestreifter Anzug. Oh, nehmen wir den gestreiften mal mit. Sportkleidung. So, das war das. Jetzt kommen noch die Waffen. Molotow, Splittergranate, Scharfschützengewehr.
Jetzt kommen noch Hilfsmittel. Bohnen, Instant Curry, Karotte, Kartoffelchips. Zu unserem Medikamentenschrank. Hey. Ihn hier. Genau, eine Machete hat man ja auch gefunden. Ja. Ach so, das ist für die Power-Rüstung, genau. Ah, die werden wir später nehmen. Wir könnten jetzt ja vielleicht noch einmal mit zu reden. Was ist denn überhaupt hier drinne? Da ist er ja. Dann ziehen wir uns nämlich noch mal schnell um. Elberfilzhut. Oh, wir haben noch mehr. Muss ich noch wegpacken. Schon einmal. So. Wieder so aus. Jetzt nehmen wir nochmal zu ihr hin. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Ich habe hier gelebt. Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Jet? Was ist das? Das ist ein kleiner Inhalator mit großem Kick. Angeblich wird man dadurch schneller, aber in meinem Alter geht es nur noch um den schnellen Rausch. Die Camps stimulieren das dritte Auge, also werde ich nicht immer Jet brauchen. Aber dieses Mal steht es auf dem Speiseplan. Ich werde versuchen, welches zu beschaffen. Mein Held. Wir haben ja sogar Jet. So, wir haben mal eins. Ach, muss ich hier gucken.
Nein, ich möchte nur eins. Ich habe doch noch viel zu viel Kram, dass ich gleich abgeben muss. Ist jetzt schon hingelaufen. Ah, da. Lauf doch nicht so weit weg. Mama Murphy. Hast du das Jet, über das wir gesprochen haben, Kind? Hier. Eine Ladung Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Ja, okay. Sehr informativ, muss man sagen. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Ja, auch noch so ein wunderbarer Tipp. Einfach müssen wir uns wieder anziehen, Kleidung. So. Ob ich noch welchen Schrott hab? Nee. Irgendwelchen anderen Kack. Super. So, wir reisen jetzt nochmal zurück. Lexington. Ach, da war auch irgendwo noch. Nee, ich weiß nicht, was da noch sein soll in Lexington. Aber gut. Hast du eine Waffe lieb gewonnen, dann gib ihr doch einen Namen. Beliebige Waffenbank einen eigenen Namen. An einer. Ach, da muss ja auch an einer noch lesen. Das wäre hilfreich. Die Minigun kann zwar innerhalb kürzester Zeit massive ballistische Schaden verursachen, doch sie braucht immer eine kurze Zeit, um anzulaufen, bevor sie schießen kann. So, wir sind jetzt wieder hier. Wir gehen jetzt mal da oben hin. Ich überlege gerade, ob ich da nochmal eben ein Hilfsmittel mir nehme. Dann speichere ich auch nochmal. Dann machen wir das mal auf, allmählich mal hier in diese Richtung zu gehen. So, gehen wir doch mal jetzt hier rein. Oh, sehe ich einen Scharfschütze? Ist das einer? Ja, doch, die bewegen sich gut.
zurück! Ich hatte ganz voll den Spaß! Schießt hier schon wieder auf mich. Wo? Da oben. Wieso geht 0 eigentlich nicht? Ach, weil ich es auf Minus gepackt habe. Okay. Scheiße! Verloren! Komm schon her, du Wichser! Hier geht's nochmal richtig ab, ey. Bei dir wird's anders laufen? Na, Typ. Hast dich verpisst, was? Da oben ist einer, aber wo ich den Scharfschützengewehr habe ich jetzt nicht dabei. So, aber wir machen dann auch gleich hier oben wieder weiter nächstes Mal. Feiglinge verstecken sich. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.